Leben nach dem Tod. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken, zum Tagesevangelium. Wir hören heute von Jesus, wie der Vater das Leben in sich hat. So hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Ja, einmal las ich ein Buch, wo jemand über seine Nahtoderfahrung berichtete. Hängen geblieben sind mir dabei die vielen verstorbenen Menschen, denen er begegnet ist, die an verschiedenen Orten hier auf der Erde noch gebunden waren. Einer zum Beispiel war in einer Kneipe gebunden, wo er versuchte, immer wieder nach einem Alkoholglas zu greifen. Doch er griff immer wieder ins Leere, denn er hatte ja keinen Körper mehr. Hängen geblieben ist mir auch eine geistige große Universität, wo Verstorbene emsig nach dem suchten, nach dem Wesentlichen, was sie zu Lebzeiten nicht gefunden hatten. Doch ihre Suche blieb ohne Erfolg, da sie Jesus nicht gefunden und ihm nicht geglaubt hatten. Und jetzt zum Johannesevangelium. Es ist so faszinierend, wie der heilige Johannes uns hineinführt in diese tiefe Wahrheit, wie wir am unendlichen Liebesleben der allerheiligsten Dreifaltigkeit teilnehmen können. Und das schon jetzt und dann in alle Ewigkeit. Mit der Sprache des Johannesevangeliums: Jesus kam in die Finsternis dieser Welt, um uns den Weg in die Ewigkeit zu zeigen, aus dem ewigen Tod ins ewige Liebesleben der Dreifaltigkeit Gottes. Ja, und wie finden wir diesen Weg zum ewigen Leben, damit wir nicht nach dem Tod vergeblich suchen und leiden müssen? Jesus sagt: Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Nun ist es schon ein Jahr her, wo der Lockdown begonnen hat. Wir können zurückschauen und uns fragen: Ja, in dieser Zeit, was hat uns diesem Liebesleben Gottes näher gebracht? Und was hat uns davon entfernt? Ja, die Anordnung des Lockdowns waren und sind für uns alle schwer. Doch mir persönlich hat es geholfen, mehr in die Stille zu gehen und das Wesentliche zu vertiefen. Eben das, worauf es ankommt in unserem Leben. Diese tiefe Vereinigung mit dem göttlichen Liebesleben, das Jesus uns schenkt, wenn wir sein göttliches Wort verinnerlichen. Dabei bitte ich Jesus um Vergebung für alle Augenblicke, wo ich durch Videos oder Nachrichten es zugelassen habe, dass dieses göttliche Liebesleben in mir durch verschiedenste Ängste bedrängt wurde, die ich gehegt habe, wo ich gefehlt habe an Glauben und Zuversicht, dass Gott selbst eingreifen und alles zum Guten wenden wird. Jesus, danke für das göttliche Leben, diesen Frieden, die Freude, die Liebe Gottes, an der du uns jetzt schon teilhaben lässt und einst in alle Ewigkeit. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der priesterlichen Vollmacht, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, die Fürsprache der Mutter Gottes und des heiligen Josef, binde, breche und entmache dich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch und eure Familien getroffen haben. Trenne alle Filme, alle Nachrichten, alles Negative von euch ab, was euch von diesem Liebesleben Gottes entfernt hat. Und berge euch alle und eure Familie den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens. So segne, heile und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Euch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.